Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blattgrün. Wir sind noch dabei, den Mondberg zu durchqueren und mit Nidoran an erster Stelle, um es ein wenig zu trainieren, unser schönes neues Teammitglied. Aber ich glaube, die wilden Pokémon lassen wir jetzt erstmal einfach in Ruhe. Die ignorieren wir jetzt. Ach, Trainerin, doch, okay. Ich dachte, das ist einfach nur so eine Person, die da rumsteht. Was gibt's? Meine Kumpels müssen gleich hier sein. Okay. Okay. Pipi. Okay. Level 14. Ich hoffe, Nidoran hält das aus. Oh, macht halt. Oh, jetzt ist. Oh, dieser Schamboy. Ich wechsle zu Smetbo. Oh, kann ich jetzt noch auswechseln mit Zugabe oder kann ich nicht auswechseln? Dürfte ich eigentlich, ne? Ja, okay, kann ich. Gut. Dann nutze ich nämlich jetzt Smetbo mit Konfusion. Dann hat Smetbo auch sein Level 12. Das ist auch natürlich sehr gut. Ich glaube nämlich, ich benutze Smetbo für die Arena von Azuria City. Oh Gott, macht das wenig Damage. Ja gut, 3 Level Unterschied, ne? Um Smetbo da noch ein bisschen zu trainieren. Duplex Heat, nein! Okay, so viel Damage ist das nicht. Aber natürlich häufig. Oh, Volltreffer auch noch, was? Alter Vater. Ja. Ich glaube, ich nutze Smetbo für die Arena von Azuria City. Und halt. Na, Nidoran wahrscheinlich eher nicht. Weil Nidoran ist halt Boden, das ist eine Wasserattacke. Wasserarena. Deswegen ist es wahrscheinlich eher nicht so vom Vorteil. Aber Smetbo und Taubsi, schätze ich. Komm schon, verwirren. Selbstverletzung. Ja, danke. Okay, Konfusion besiegt es aber nicht, oder? Nein. Nicht mehr verwirrt, oh Mann. Heuler, oh, okay, zum Glück. Das heißt, das Pipi ist gleich besiegt. Oh. Wir müssen Shiggy hier in der Höhle noch ein bisschen mehr trainieren, ne? Würde ich mal meinen. Na gut. Smetbo erreicht Level 12. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich würde sagen, Nidoran würde ich auch schon noch ganz gerne auf Level 12 haben, bevor wir dann Shiggy hier in der Höhle trainieren. Kommt halt drauf an, was für Pokémon hier gleich kommen. Wenn ein Trainer kommt mit Stein-Pokémon, dann wechsle ich natürlich Nidoran aus. Und wechsle zu Shiggy. Macht natürlich Sinn, würde ich sagen. Sorry, ergibt natürlich Sinn. So, hier hinten waren. Oh, ein Trainer. Hey, schleich hier nicht so rum. Ich schleich doch gar nicht. Ich bin gerade gesprintet. Ist kein bisschen geschlichen. Mirko setzt ein Magnetilo ein. Das ist natürlich nicht gut für unser Nidoran, weil wir nur Schnabel als Nidoran haben. Das heißt, ich wechsle. Ach Gott, das ist gerade eine schwere Entscheidung. Ich muss auf Shiggy wechseln. Auch wenn Magnetilo wahrscheinlich halt eine Donnerattacke drauf hat. Und ich bin gerade voll gegen das Mikrofon gekommen. Es tut mir leid, falls es gehört wurde. Aber Shiggy ist gerade unsere beste Entscheidung, schätze ich. Konfusion kommt gegen Stahl auch nicht an. Ne, wir müssen Shiggy nehmen. Scheiß die Wand, ein Donnerschlag. Ach, Kacke. Ach du Kacke. Oh shit. Das Ding ist, Smetbo ist auch Flug. Oh, gegen den werden wir jetzt Probleme haben hier. Oh nee. Tackle, okay. Ja, nach einem Donnerschock ist Smetbo eh besiegt, ob jetzt Full Life oder nicht. Deswegen. Oh, wir haben aber gerade echt Glück, dass er keinen Donnerschock einsetzt. Komm gleich bitte nochmal ein Tackle. Das wäre echt schön. Okay, oder Mortal Sound, das ist auch gut. Ich meine, Nidoran wäre gegen angekommen, weil auf Boden ist Elektro ja nicht effektiv. Aber er hat ja auch kein Damage gemacht. Okay, 103, Nidoran Level 11, sehr schön, komm, erlernen irgendwas gut. Ach Mann. Ein Voltoball. Okay, ein Voltoball ist schon mal besser. Da kommt Smetbo noch besser gegen an. Wir müssen gleich ins Pokémon Center gehen. Und wieder heilen. Shiggy ist besiegt, Smetbo echt wenig. KP. Leben am Limit gegen Elektro-Pokémon mit Smetbo. Tackle, okay. Macht nur 5 Schaden, alles klar. Ein Tackle halten wir noch aus. Ah ja, okay. Ladevorgang. Erhöht die Spezialangriff, ne? Lädt sich auf. Oder normalen Angriff? Verdammt, ich weiß es nicht. Komm, Volltreffer. Ja! Oh, Smetbo, nice. Das war göttlich, Smetbo. Sehr schön.
Sehr schön. Gut, wir holen schnell den Pokéball. Okay, ich nutze aber auch einen Schutz, komm. Vorsichtshalber. Einfach einen Schutz nutzen. Ein Trank, okay, das ist schon mal gut. Das ist ein Käfersammler, den könnten wir eigentlich auch noch besiegen, glaube ich. Hier haben wir noch ein Sonderbonbon, das ist auch gut. Was hier oben noch? Noch ein Item. Ein Fluchtseil, wir können auch das Fluchtseil nutzen, um rauszukommen. Ich glaube, wir besiegen noch schnell hier den Käfersammler. Weil da kommt ja Nidoran auch ganz gut an. Du reist nach Zuria City, wenn du durch die Söhle schaffst. Das ist mein Plan. Nidoran kommt ja gegen Käfer-Pokémon gut an mit Schnabel. Deswegen können wir den hier noch machen. Shigi ist halt, der ist leider nur immer noch besiegt. Aber das ist okay. Weil Shigi brauchen wir gegen die Käfer-Pokémon eh nicht. Wir haben da unser Smetbo und unser schönes Nidoran mit Schnabel. Das Smetbo ist ja eigentlich egal, merke ich gerade. Das ist zwar Flug-Pokémon, aber es hat keine Flugattacke. Aber wir haben auch unser Taubsi, also von daher. Verlieren können wir gegen einen Käfersammler definitiv nicht. Ein Saftkorn, okay. Ja, hier kommt Nidoran auf jeden Fall Level 12. Level 13 nicht ganz schätzig, ist nicht drin. Aber Level 12 ist halt drin und ich würde sagen, ein fast Level 13 dürfte drin sein. Würde ich jetzt doch schon so schätzen, ja. Okay. Ja gut, gegen Saftkorn ist halt einfach langweilig, ne? Dadurch, dass es einfach nur Härtner macht. Und wir halt einfach nur Schnabel reinballern müssen. Also es ist halt, ja, kein bisschen spannend gegen Saftkorn. Und dann einfach komplett in die Länge gezogen. Also es ist halt einfach in die Länge gestrickt, das Fuck. Ach komm. Ein Schnabel noch, dann ist Saftkorn besiegt. Hoffentlich. Außer es überlebt jetzt mit einem KP. Das wäre echt Pech. Aber gut, es ist besiegt. Ach mein Gott. So, Nidoran Level 12. Sehr schön. Doppelkick. Oh, nice. Jetzt kann sich Nidoran auch gegen die Stein-Pokémon hier drin behaupten. Theoretisch. Und Doppelkick hätten wir vorher gebrauchen können. Gegen Magnetilo. Man, hätte ich erst den Käfersammler besiegt. Na egal. Dann wäre Shigi jetzt noch nicht besiegt. Ha. Schön. Zwei Schnabel und Raupi ist besiegt. Das ist natürlich gut. Warum ist das Raupi eigentlich noch kein Smetbo? Warum hast du die Entwicklung abgebrochen oder wie? Mensch. Du Käfersammler. So kommst du aber nicht weit im Leben. Als Trainer. Ach schade. Fast Level 13. Gut, ich glaube, dadurch, dass Nidoran jetzt echt kurz vor Level 13 ist, werden wir das nächste Level auch noch machen. Schutz wirkt nicht mehr, ist okay. Dann machen wir jetzt bei diesen wilden Pokémon, vielleicht der kleinen Steins, nein, Zubats, schade. Noch Nidorans Level 13, würde ich meinen, oder? Komm, warum nicht? Und danach setzen wir auf jeden Fall Shigi an erster Stelle. Damit wir Shigi gleich ein bisschen trainieren können. Weil der ist halt echt underlevelt noch. Dafür, dass es unser Starter-Pokémon ist, ist er halt echt ein bisschen am Arsch. Aber, naja, was soll's. Sehr schön. 69 Erfahrungspunkte reichen sogar schon. Nidoran Level 13. Geil. So, und jetzt ignorieren wir wieder alle Pokémon. Flüchten wieder vor allen. Da wir sie nicht mehr bekämpfen brauchen unbedingt. Sie geben halt echt nicht genug Erfahrungspunkte, um halt wirklich krass zu trainieren. Deswegen, ja, lassen wir es einfach. So. Shigi, du bist gleich wieder nicht besiegt. Du kannst gleich wieder kämpfen. Verzeih mir, dass du besiegt wurdest. Ich konnte nicht ahnen, dass ein Donnerblitz, ein Donnerschock dich instant besiegt. Wenn es effektiv ist. Aber es hat danach bei Smetbo oder so nicht einmal wieder Donnerschock eingesetzt. Das ist echt lucky gewesen. Aber naja, okay. Ich setze gleich wieder einen Schutz ein, glaube ich. Ich glaube schon. Ich hätte mir vielleicht mehr kaufen sollen, aber ich hatte kein Geld für mehr. Mann. Schutz. Vielleicht finden wir ja gleich noch einen Schutz oder einen Superschutz oder so. Das wäre natürlich echt schön. Das ist halt echt nervig. Kommen wir. Ach, da oben kommen wir noch weiter, ne? Was war denn hier unten? Ach, hier unten war doch ein Trainer mit einem Weberer, glaube ich, ne?
ein Team Rocket Trainer sogar. Oh. Hallo. Wir sind das Team Rocket, die Pokémon-Räuber. Okay. Du willst besiegt werden? Der hat einen Sandan, oder? Ich glaube, der hat einen Sandan. Meine Erinnerungen sind noch da. Sind noch nicht komplett ausgeloschen. Und erloschen. Ausgelöscht, ausgelöscht und erloschen, genau. Okay. Ich hätte jetzt erwartet, dass Blubber mehr Damage macht, aber gut, was will ich erwarten? Sandan ist nur ein Level unter Shiggy. Deswegen. Aber naja, okay, mein Kaffee ist gleich leer. Noch einen Schluck Kaffee und der ist leer. Manu. So. Kein Kaffee mehr. Sandan ist besiegt, sehr gut. 219 Erfahrungspunkte. Shiggy Level 13, das ist super. Aquaknarre! Sehr schön, ja. Auf jeden Fall. Anstatt. Ja, nee. Ach komm, Panzerschutz. Ich bin halt nicht so ein Fan von so defensiven Attacken. Deswegen werde ich die halt auch meistens nicht benutzen. Also sowas wie Hypnose oder so. Sowas ist natürlich echt scheiße nice. Wir setzen gegen Radfratz Nidoran ein, wegen Doppelkick, weil es effektiv ist. Doppelkick. Aber One-Shot ist es. Es ist One-Shot. Okay. Das ist geil. Sehr gut. Doppelkick bleibt auch definitiv für immer bei Nidoran, schätze ich. Außer es wird vielleicht nochmal was Besseres erlernen, ich weiß es nicht. Aber ich bin der Meinung, so eine geilen Kampfattacken erlernt es gar nicht mehr, ne? Ein Doppelkick ist halt echt eine geile Attacke, finde ich. Oh, scheiße. Das wollte ich nicht. Es hat halt zwei Damage-Instanzen. Und beide Instanzen sind halt strong as fuck. Und dann, wenn es effektiv ist, ist es halt einfach super. Es ist halt meistens dann One-Shot. Je nachdem, welches Level halt Unterschied ist, ne? Aber es ist schon echt strong. Doppelkick ist halt echt eine strong Attacke. Ich mag Doppelkick. Ich habe es damals bei Smaragd und so auch immer bei Jungblut, beziehungsweise halt Lokok später, immer behalten. Und ich bin damit super easy durch die Liga und so gekommen. Hallo. Ein Sternstück. Sternstück ist doch einfach nur sowas wie Nugget, ne? Einfach nur dafür da, um Geld zu machen damit, oder nicht? Hier können wir, glaube ich, Weberax fangen. Bin ich der Meinung? Komm, ich setze mal das nächste Schutz ein. Ist zwar jetzt unser letztes leider gewesen, aber egal. Hallo. Hallo, ich grabe Fossilien hier im Mondberg aus. Manchmal hilft mir Rocco, der Arenaleiter von Memoria City. Du bist immer nett von ihm. Oh, hallo, ich will kämpfen. Wow, hier drin kann man sich leicht verlaufen. Ja, du bist 20 Meter vom Eingang entfernt. So gesehen. Okay, Göre Miriam. Mirapla wird in den Kampf geschickt. Das ist bei Shiggy jetzt nicht so gut. Ich glaube, ich wechsle lieber. Ja. Zu Nidoran. Weil Nidoran hat Schnabel. Ich hätte zwar auch, hier. Ne? Wisst ihr? Taubsi nutzen können. Einsetzen können. Aber Taubsi ist Level 15. Das reicht erstmal. Nidoran ist halt jetzt erstmal dran, trainiert zu werden. Obwohl Taubsi halt. Taubsi entwickelt sich bald, ne? Entwickelt sich Taubsi nicht mit Level 16 sogar? Vielleicht sollte ich Taubsi einfach zu Level 16 noch trainieren. Das wäre, glaube ich, eine Idee. 91 Erfahrungspunkte nur. Nur Fenser. Komm, wir trainieren Taubsi ein wenig. Ich bin der Meinung, mit Level 16 entwickelt es sich, oder? Mit 16 und dann später 32 oder 30? Irgendwie so, ne? Windstoß, komm. Das ist nicht One-Shot, glaube ich. Ne, nicht ganz. Schade. Wachstum. Ui. War aber heftig. Tackle. Nice. So, 198. Schade, ist nicht genug. Aber wir haben bestimmt nochmal die Möglichkeit, Taubsi ein wenig zu trainieren hier. So, hier ist ein Weg nach unten. Ich gehe erstmal kurz hier hinten lang. Wenn hier auch noch ein Weg nach unten. Ja, okay, dann müssen wir erst den anderen Weg gehen. Den bekämpfen wir gleich. Dann gehen wir erstmal hier lang. Schutz wirkt nicht mehr. Manu. Hallo, noch ein Team Rocket Boy. Okay. Was ist hier? Ah, oh, Mann, komm schon. Oh, ein Pipi. Ich glaube, das versuchen wir zu fangen, Leute. Einfach nur, weil es doch eigentlich recht selten ist, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht.
Wir labern wahrscheinlich wieder Müll. Oder? Nee, ich glaube hier im Mondberg findet man es halt recht häufig. Komm, noch ein Check. Oh, Shiki ist fast Level up, merke ich gerade. Kommt noch eine Aquaknarre und danach müssten wir es fangen können. Ja. Müssen wir halt aufpassen, dass Shiki nicht besiegt wird, ey. Hallo, Pokéball. Begrüße das Pipi und Pipi, bleib bitte drin. Oh, was? Nein. Zugabe. Ja, ich gebe dir eine Zugabe mit einem Pokéball. Komm. Bitte, 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 bleib drin. Ich habe nicht mehr so viele Pokébälle. Ja. Ja! Wir haben Pipi gefangen. Sehr cool. Pipi. Nein. Okay, wir lesen es gleich nochmal durch. Mano. Nein. Oh, ich. Also, der Screen ist schon da, aber dieser Klick nach oben wird nicht angenommen. Das ist ein bisschen doof. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Pipi, hallo. Pipi, Fee, diese seltene Pokémon hat durch sein niedliches und zauberhaftes Erscheinungsbild viele Bewunderer. Okay. Ich glaube, wir setzen jetzt auch erstmal einen Trank für, hier, einen Trank für Shiggy ein. Ja. Nicht, dass gleich Team Rocket, Boy irgendwas Krasses hat. Raub. Ist auch eine nette Attacke für den Anfang zumindest. Auf jeden Fall. Wir drehen hier ein dickes Ding, mach dich vom Acker. Nee. Für den Anfang auf jeden Fall, würde ich sagen. Aber, ja, ich finde sie nicht so strong. Also, es ist halt, es geht. Es ist, wie gesagt, für den Anfang geht's vielleicht, aber später ist es halt, es gibt einiges bessere Attacken. Und es ist halt nur praktisch für Pokémon, wenn wir wissen, yo, okay, das Pokémon trägt ein Item. Komm, bitte. Aquaknarre, geh durch. Was? Shiggy? Nein! Komm, jetzt, Shiggy. Du schaffst das. Es geht durch. Ja. Und das ist dein Level 14, Shiggy. Das ist dein Level 14. Oh yeah. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Und ein Retter. Da wird Smetbo eingesetzt. Mit deiner Konfusion, Smetbo, machst du das Rettern fertig. Go, go, go. Level 11 sogar, okay. Aber Bedroher mindert Angriff. Aber den Angriff, nicht den Spezialangriff. Von Konfusion ist ein Spezial. Ist eine Spezialattacke. Noch einmal Konfusion, das Rettern ist weg. Bitte nicht vergiftet. Mann! Wieso? Was habe ich denn so ein Pech mit den Status-Effekten? Das ist echt ein Ding, ey. Das ist echt ein Ding. Ach, Mann. Sehr geil, Smetbo Level 13. Giftpuder, Giftpuder. Ja komm, kann für den Anfang nützlich sein. Besser als Härtner auf jeden Fall. Das heißt, Härtner wird vergessen. Yeah. Aber ich bin eher der Fan von Schlafpuder. Das heißt, Smetbo, wenn du Schlafpuder lernen willst, bitte erlern es. Ein Äther, okay. Wir haben kein Gegengift mehr, oder? Nein, das ist unser Ding. Oh Mann. Ich glaube. Wir müssen machen. Wir müssen Fluchtseil einsetzen. Wir sind zwar soweit schon relativ vorgedrungen, aber. Naja. Ich will halt Smetbo auch nicht krepieren lassen in der Höhle, ne? Das ist halt das Ding. Aber gut, der Part wäre eh zu Ende gewesen. Oder relativ am Ende. Noch ein Pokémon-Kampf hätte ich, glaube ich, nicht geschafft. Außerdem können wir jetzt Pipi ablegen. Nicht nehmen. Nein. Unsere vier Pokémon. Hier sind es Nidoran weiblich. Und das Vieh, Pummeluff. Was ich im letzten Part erwähnt hatte, gefangen zu haben. Und Pipi ablegen. Yeah. Gut. Dann würde ich sagen, wir beenden hier den Part. Und dann gehen wir im nächsten Part durch die Höhle weiter. Vielleicht renne ich auch nochmal zurück und hole uns ein bisschen Schutz. Ich weiß es noch nicht. Ich guck mal, wie viel Geld haben wir denn? Ich glaube, es lohnt sich schon, oder? Ich glaube, im nächsten Part habe ich ein bisschen Schutz gekauft. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!